Die Maschinenfabrik Oerlikon zeigt Ihnen hier ein paar Bilder von Zürich und von den neuen Trolleybussen, wo das modernste Fahrzeug für den städtischen Verkehr ist. Auf dieser Linie sind früher Wagen mit Benzinmotoren gefahren. Die neuen Trolleybusse haben elektrischen Antrieb, darum gibt es keinen Gestank und weil sie auf Gummirädern laufen, schütteln sie und lärmen sie nicht. Die elektrische Kraft braucht zum Zuleiten obendurch zwei Drähte und am Wagen zwei Stangen. Es ist Gleichstrom von 600 Volt. Da sind wir in der Montagehalle. Die Wagen sind 10,85 Meter lang und 2,40 Meter breit. Der leere Wagen ist etwa 8 Tonnen schwer. Eingeschlossen die elektrische Ausrüstung von der Maschinenfabrik Oerlikon, die man hier einbaut und die auch noch 1500 Kilo ausmacht. Die Steuerwalze bewegt man mit dem Fuß, ähnlich wie beim Autofahren der Gashebel. Das Pedal links ist die Notbremse. Dann kommt das Pedal von der gewöhnlichen Bremse und dann das von der Steuerwalze. Die Normalbremse ist elektrisch, kombiniert mit einer Luftdruckbremse, die erst zuletzt beim Anhalten wirkt. Wenn man vorne die Steuerwalze bewegt, so werden Hüpfer betätigt. Das sind elektromagnetisch bewegte Kontakte, die hinten im Wagen in einem Rahmen eingebaut sind und wo die elektrischen Stromkreise in der richtigen Reihenfolge schliessen. Man sieht, wie sich die Hüpfer bewegen. Sie sind kräftig konstruiert und haben Funkenkämme aus feuerfestem Material, in denen der elektrische Lichtbogen verlöschen tut. Der Mann, der an der mechanischen Säge arbeitet, hat eine besondere Schutzhaube an. Zum Schutz gegen Augenverletzungen. Der Motor vom Trolleybus liegt der Länge nach gerade unter dem Boden. Er hat eine Stundenleistung von 110 Pferd. Am näheren Wellenende ist ein kleiner Dynamo abgebaut, wo einmal die Akkumulatorenbatterien aufladen muss. Die Widerstände zum Anfahren und zum Bremsen sind unten am Boden aufgehängt. Von unten sieht man den Motor und der Dynamo, wo die drei Cadmium-Nickel-Batterien von 48 Ampere-Stunden 24 Volt muss aufladen. Jede von diesen zwei Trolleystangen hat eine eigene Seilrolle, den Trolleyfänger, der bei einer Entgleisung vom Kontaktschuh die Stangen runterzieht. Trotzdem gibt der Trolleyfänger nach, wenn die Stange beim normalen Fahren auf und ab geht. Die grösste erlaubte Geschwindigkeit ist 50 km pro Stunde. Der Trolleybus kann nach jeder Seite 4,5 Meter weit ausweichen. Das macht ihn beweglich im Strassenverkehr. Dazu kann er an den Strassenrand fahren, dass die Leute bequem und ohne Gefahr können einsteigen und aussteigen. Das ist ein grosser Vorteil von einem Fahrzeug, das keine Schiene braucht. Man tut vorne aussteigen und hinten einsteigen. Jetzt geht er weiter, rauf auf die Kornhausbrücke und über die Limmat, den Fluss, der durch die Stadt Zürich fließt. Der Steuercontroller ist fast ständig in Bewegung und er muss darum leicht gehen, dass der Führer nicht müde wird. Es hat 14 Stellungen zum Anfahren und 6 Reguliergeschwindigkeiten ohne Widerstandsverlust oben an 20 km in der Stunde. Wir sind da bei einer Probefahrt, wo man Messungen macht. Im Notfall, das heisst, wenn keine Spannung mehr in den Drähten ist, kann man mit den Akkumulatorenbatterien fahren. Wenigstens mit kleiner Geschwindigkeit. Man schaltet dann die 6 Akkumulatorenkästen hintereinander und kann mit 72 Volt etwa 2 km weit kommen. In diesen Trolleybus gehen viele Leute rein, normal 70, wenn es muss sein bis über 100. Von denen können 26 sitzen. Man sieht, wie schön der Trolleybus sich am Verkehr anpassen kann und auf beide Seiten ausweichen. Jetzt machen wir noch eine kleine Rundfahrt durch die Stadt Zürich. Auch dort, wo der Trolleybus noch nicht fährt.
das Rathaus gegeben, links das Rathaus. Die alten Häuser am Rathaus gegeben, sehen mittelalterlich aus, wie aus Grossmünster mit seinen zwei Türmen, die etwa um das Jahr 1700 die heutige Form bekommen haben. Zur grösseren Sicherheit wird die Isolation von der elektrischen Ausrüstung fast all Tag mit 3000 Volt Gleichstrom geprüft. Dass es schnell geht, hat man einen besonderen Prüfstecker. Dazu ein Apparat, den wir hier offen sehen. Weil der Trolleybus durch Gummireifen vom Erdboden isoliert ist, muss man im Wagen die Isolation besonders gut haben. Sonst würde es jeder im Augenblick vom Einsteigen noch ein bisschen elektrisch kützeln. Darum sind zwei Isolationsstufen hintereinander. Wird eine Stufe beschädigt, so ist immer noch die andere zum Schutz da. Dann einmal ein Ringelum durch die Stadt. Das sind Dampfhäuser. Jetzt der Ruf zur Technischen Hochschule. Das Chemie vom Maschinenlaboratorium. Gleichzeitig einen hohen Wasserbehälter für Versuche an Wasserturbinen. Von der Hochschulterrasse aus hat man einen schönen Ausblick auf die Stadt und auf die Umgebung. Gerade nebenan steht der neue Bau von der Universität Zürich, der 1914 fertig geworden ist. Da noch eines von schönsten alten Häusern, zum Rechberg von 1770. Von der Grossmünster-Terrasse aus sieht man links Frau Münster, rechts der St. Peter-Turm, der weit und breit das grösste Zifferblatt hat. Wir sind im Jahr 1939, im Jahr von der Schweizerischen Landesausstellung, darum die vielen Fahnen. Wir schauen von der Gehbrücke am See die Limmatur ab. Aufs Grossmünster, die Wasserkille, die Helmhausbrücke. Das Weisse Kreuz im roten Feld und alle Kantonsfahnen flattern lustig am See. Jetzt noch ein Blick auf die Gehbrücke. Da der Paradeplatz mit dem grossen Verkehr. Die schönen Vierachser-Tram haben auch elektrische Ausrüstungen von der Maschinenfabrik Oerlikon. Die Trolleybus, die jetzt seit ein paar Jahren zu Zürich und zu Bern fahren, haben beiden, den Leuten und dem Betriebspersonal grosse Freude gemacht. Gerade wie schon viele Tramwagen und Lokomotiven im Inland und auch im Ausland. Die Beschleunigung vom Trolleybus ist ziemlich gross. Die Geschwindigkeit nimmt jede Sekunde um 2 km pro Sekunde zu. Jetzt wollen wir einmal mit der Geisel klopfen und ein bisschen schnell fahren. Ja, der Trolleybus ist etwas Flinks. Immerhin, an das Tempo müssen wir sie doch zuerst noch gewöhnen. Wegen ja, eine gewisse Seelenruhe ist halt doch schön. Die Maschinenfabrik Oerlikon ist 1876 gegründet worden und sie macht seit mehr als 60 Jahren elektrische Maschinen und Fahrzeugsausrüstungen, die überall auf der Welt einen guten Namen haben. Und wir sorgen dafür, dass der gute Name auch weiter bleibt. Zum Schluss tut Ihnen die Maschinenfabrik Oerlikon recht schön danken und hofft, dass Ihnen die Bilder Freude gemacht haben.